Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind jetzt hier beim Forschungstrakt angekommen von der Uni und müssen jetzt hier reingehen. Hoffentlich finden wir da noch jemanden. Es scheint ziemlich verlassen zu sein, tatsächlich. Hier sollen zumindest die Fireflies auch drin sein. Und wir haben natürlich Wundermittel Ellie hier am Start. Und der Joel, der hat eine Jacke an. Seit wann hat er die denn an? Ist mir, wo kommt denn die her? Ist mir noch nicht aufgefallen, wenn die vorher schon da war. Wir schauen uns natürlich erstmal ein bisschen um. Keine Ahnung, Ellie, aber einfach so Hallo zu rufen ist vielleicht mit den Zombies nicht die allerbeste Idee. Du weißt nicht, was hier abgeht, Ellie. Du weißt nicht, was hier abgeht. Ui, 25 Stück. Nicht übel. Und eine Werkbank haben wir auch direkt hier. Guck aber lieber erstmal noch ein bisschen. Können wir hier vielleicht an der Werkbank mehr machen, wenn wir noch ein paar Teile finden. Okay, gehen wir mal zur Werkbank. Schauen wir mal, ob wir was machen können. Was haben wir denn? Ja, Joel, du sagst es. So, Flammenwerfer. Nachladetempo, ja, keine Ahnung. Reichweite wäre halt geil, aber dazu bräuchten wir ein viertes Werkzeug. Gut, dann Schrotflinte, Schussfolge. Rückstoß. Und Reichweite. Da haben wir erstmal genug gemacht. Sieht gut aus. War zwar jetzt ziemlich viel für die Schrotflinte, aber die benutze ich auch eigentlich ganz gerne. Wobei ich hier momentan eher mit den kleinen Pistols unterwegs bin und dann so ein bisschen aus der Ferne drauf halte. Okay, aber hier ist Licht an. Das muss ja irgendwie, ich weiß nicht, ein Zeichen von Leben sein. Nochmal 5 Teile. Aber ich hätte gern, Werkzeug Stufe 4 gerne. Euer Heilmittel ist hier. Euer Heilmittel ist hier. Bis wir wissen, was hier los ist. Genau, Ellie. Sollten wir lieber nicht ein bisschen leise sein, bis wir wissen, was abgeht? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Oh oh. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Oh Gott, nein. Okay. Craften können wir nichts. Wir haben echt viel Kram. Und es fehlen immer Klingen. Klingen sind echt Mangelware. Das war, glaube ich, mal Alkohol. Jetzt sind es die Klingen. Naja. So, okay, gehen wir hoch. Gehen wir einfach mal hoch. Ellie geht dahin. Wir gucken natürlich erstmal fleißig. Bin mir nicht sicher, dass ich nicht vielleicht unten noch was übersehen habe. Könnte ganz gut sein. Ich gehe lieber noch mal runter. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht. Ich habe ja nicht alles abgesucht unten. Ich bin nur da auf die Terrasse gegangen, in den Raum. Ich gehe lieber noch mal gucken. Oh, der Joel, der ist hier echt wieder im Jogging-Modus. Ne? Das ist echt der Hammer. So, hier war ich nämlich noch gar nicht. Na, okay, ja doch, das machen wir. Vielleicht lohnt sich das. Also lohnt sich eigentlich so gut wie immer. Oh, ein Werkzeugkasten. Haha. Und noch was?
Das zeigt er jetzt gerade nicht an. Ah, da. Molotow, Explosionsradius, zweimal so groß. Oh, und nochmal 50 Teile. Oh, hier gibt's ja echt jede Menge Kram. Können wir das Ding nachladen irgendwie? Ah, ja. Neue Kartusche dran, zack, zack. Kann man das hier nämlich auch mitnehmen. Und die Lumpen sind voll. Damit können wir aber leider nicht allzu viel machen. Was ist denn, wenn man das verbessert? Wie soll denn dabei rumkommen? Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal ein Messer. So, ja, Lumpen sind voll, können wir nicht ändern. Zweimal Pillen. Okay, ja, die verschlossenen Räume, die lohnen sich halt echt immer. Und es ist echt gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Da haben wir jetzt endlich Werkzeugstufe 4. Genau davon habe ich eben noch geredet. Es ist echt mal Zeit, dass das Upgrade kommt. Hier noch was? Das ist ja wieder Schweinerei. Ist hier echt gar nichts. Ah. 10 Teile. Immerhin. Und können wir jetzt noch mal hinten schnell zu der Werkbank. Ah, der Joel, der ist so gemütlich unterwegs. Und das ist der Hammer. So, war die nicht hier irgendwo? Ich glaube hier einmal noch durch die Tür. Dann können wir mal gucken, ob wir da jetzt mit Stufe 4 ein bisschen was reißen können. Okay, was haben wir denn? So. Ja, viel haben wir nicht an Teilen jetzt, ne? Reichweite beim Bogen habe ich Bock drauf. Bisschen in der Schrotflinte nochmal investieren, hier Schussfolge. Zack. Dann sind wir schon wieder pleite, was die Teile angeht. Ja, gehen wir einfach direkt hier wieder her. Dachte, ich hätte noch was übersehen. Okay, jetzt kann ich auch mit einem guten Gewissen hochgehen. Sonst ist das irgendwie immer so... Na, ich weiß nicht. Da hat man halt einfach das Gefühl, dass man was übersehen hat. Ne? Und das war ja jetzt in dem Fall auch auf jeden Fall so. Da wäre uns einiges durch die Lappen gegangen. Einmal Molotow-Radius doppelt so groß. Das ist schon echt ziemlich cool. Und Werkzeug. Eine Werkzeugstufe. So, Ellie, wir sind da. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Ja, die sind bestimmt mittlerweile Infizierte. Zumindest sie noch hier waren. Hier ist ein Labor. Oh, ein Handy oder sowas. Aufzeichnungsgerät aus dem Büro. Abspielen. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Okay, das war hier das Audiogerät. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das hören konnte. Das kam halt aus dem Controller bei der PS4 hier. Und ich habe ihn jetzt mal ins Mikro gehalten. Ich hoffe, das war erträglich. Na, da ist die Flasche. Ich dachte, das wäre vielleicht... irgendwie was anderes. Alkohol oder so. Ja, Pillen sind immer gut. Da könnte ich eigentlich auch mal gerade gucken, wie es aussieht. 80 haben wir. Okay, die 20 jetzt für die maximale Gesundheit können wir eigentlich auch noch gerade aufheben, ne? Aber so gut, wie wir hier schon wieder ausgerüstet werden, glaube ich, dass das gleich wieder ganz schön böse wird. Aber normale Munition ist hier echt verdammt wenig, ne? Das wäre schon mal ganz gut eigentlich.
wieder ein Ziegelstein. Hm? Ach so, ein Snickers. Ah, da haben wir doch schon 10. Jetzt brauchen wir nur noch 10 Pillen. Na, Ellie, altes Haus. Die Kabel sind hier so voll der straighte Plan, den man folgen sollte. Nehme ich mal an. Also, die sind halt immer da, wo wir her müssen. Das kann kein Zufall sein. Oh, was war das? Das sind deine Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Sind doch Menschen. Ich will da nicht hingehen, ehrlich gesagt. Wo ist Ellie? Ach so, da. Nee, da können wir durch. Oh. Röntgenaufnahmen. Des Pilzes. AI. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Uah. Krank, ekelhaft, wirklich. Na gut, ich gehe jetzt nicht darüber. Ich meine, wenn da jemand ist, wird er uns eh hinterherkommen. Ah, Äffchen. Ja. Firefly ist auch nicht. Vielleicht hat auch jemand einfach einen Kabel gezogen. Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Ja, genau, Ellie. Weiter suchen, wir werden was finden. Hey, da war doch was. Ein Firefly-Anhänger. Mhm. Aber hier. Ah, wieder so ein Audio-Ding. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich weiß das ja nicht vorher. Vier Paletten Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Da ist wohl was schiefgelaufen, würde ich sagen. Mich angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Ja, die Äffchen, die haben es faustdick hinter den Ohren, meine Lieben. Es kann auch sein, dass ich das aus dem Controller rauscutte. Ich weiß ja nicht, das sehe ich ja erst beim Nachbearbeiten, wie das dann jetzt sich integriert hat in das Ganze hier. Und wenn man das nur über den Spielsound auch hört, dann werde ich das wahrscheinlich darüber laufen lassen. Wir können nichts herstellen. Wir haben alles voll oder so gut wie voll. Außer Klingen haben wir nichts. Gar nichts. Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd.
Was? Sind es Fireflies? Deckung! Das sind ganz sicher keine Fireflies, liebe Ellie. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Genau. Dazu nehmen wir am besten nicht den Flammenwerfer bei denen, würde ich mal schwer vermuten. Wir laden erstmal alles vernünftig nach. So, und dann auf jeden Fall den Bogen. Ein bisschen ruhig. Hier haben wir 4 wenigstens schon mal wieder. Bei einem Revolver 9. Alles nachladen. Und dann sind wir parat, Ellie. Scheint noch keiner zu sein. Die Axt ist echt geil, Mann. Das ist super gut. Ah, das war ja das Messer. Ja, Axt oder Messer ist ja egal. Funktioniert beides super. Mieses Schwein, du sagst es, Ellie. Oh oh. Da hinten ist. Wow. Da habe ich das Ding doch noch umgeräumt. Die bleiben anscheinend da hinten. Erstmal. Na, kriegen wir den? Wird schwierig. Mist. Den haben wir. Geil, oder Ellie? Well, war gut. Der auch. Diese Scheißkerle. Wir müssen uns vor diesen Scheißkern ganz schön in Achtung nehmen. Oh, da sind noch 2. Verdammt! Das war Nummer 1. Da kommt Nummer 2. Ah, echt? Da sitzt er. Das war's für ihn. Okay, huh. Finde ich hier jetzt gerade neue Sachen oder habe ich das eben echt übersehen? Naja, wie auch immer, es ist gut, dass wir es finden, auf jeden Fall. Immer schön vorsichtig. Ah, da kommen sie wieder. Wo ist er hin? Und ey. Ihr Dreckigen, ihr. Hui, ich wollte ihn eigentlich greifen mit Dreieck, aber der hatte mich irgendwie vorher gesehen, wie das ja andauernd so ist.
Oh, endlich mal Klingen. Können immer noch nichts machen, keine ganze Klinge. Könnten Medipack nehmen und Medipack machen, aber das bringt ja jetzt auch nicht wirklich was. So viel Leben haben wir ja auch gar nicht verloren. Haben die hier zufällig noch ein bisschen Loot dabei? Nee. Ach, da ist aber Loot drin. Ja. Das konnten wir eben, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir müssen den Signalfackeln entlang. Hier runter, wo wir auch herkamen. Hui. Direkte Konfrontation überlebt. Unglaublich. Ey, na, mein Freund. Auf Wiedersehen, der Herr. Oh. Kein Medipack benutzen oder sowas. Verdammte Scheiße. Da ist keiner. Weiter. Kann auch nichts machen. Gar nichts. Kein Lauschmodus. Null. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh, ist wohl eher durchgefallen. Das ist nix. Jetzt. Oh, Ellie macht einen richtig guten Job. Oh nein. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Oh, fuck. Mach schon. Ja, Ellie, ja, verdammt. Hier ist keiner. Schnell! Du machst das gut. Nur weiter so. Wir schaffen das. Oh Mann. Wir schaffen das. Hier, komm. Halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Verdammt. Hey. Nein, nein. Joel? Da oben, da oben, oben. Oh nein. Oh. Oh Mist. Oh Mist.
Nein! Joel! Hier! Steh auf! Boah, Ellie, du bist die Beste. Okay, wir gehen. Nur raus hier. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Los, komm. Komm raus. Joel, komm. Komm. Nur noch ein paar Meter. Was? Du mieser Hund. Oh, Ellie. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Uiuiui, okay, es ist Winter. Wir haben es anscheinend gerade so geschafft. Und ich glaube, wir nähern uns rasant dem Ende. Ellie will sich jetzt gerade ihren Sonntagsbraten hier fangen. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und haut rein. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies.